Ich wollte ihn gerade eigentlich hinten wegdrehen, hat nicht ganz geklappt. War nämlich etwas zu langsam. So, was geht mit dir? The suspect is on foot. Nein, das wollte ich haben. Was soll ich jetzt eigentlich mit dem Wagen machen, der reported als gestohlen ist? Steck dir mal ein. Cabby heißt das Ding. Darum ist das nicht ausgetauscht, weil das sind, das heißt nicht Taxi, das heißt Cabby. Alles klar. So. Jetzt einmal wieder aussteigen hier. Jetzt haben wir das beschlagnahmt sozusagen. So, hallo zu einer weiteren Folge von LCPDFR. Wir sind heute wieder ganz normale uniformierte Polizisten mit unserem schönen VW Auto da. Wir spielen ein bisschen mit der Waffe rum und steigen dann wieder gleich in unseren schönen VW Passat von der B7 von der Bundespolizei. Ich habe mich, bin ich gerade perfekt auf der Straße, auf der Treppe da oben drauf gefahren, ne, als ich mich gerade eben hier hingestellt habe für das Anfangsbild. Gut. Ja, genau. Das heißt, ganz vorsichtig hier wieder rausfahren, weil ich habe mich, bin da reingefahren. Das habe ich gerade eben umgefahren. Das hat keiner gesehen. Der joggt einfach nur. Wohin joggt die denn? Joggt die auf der Straße? Ne, gut. Joggt da ganz normal weiter. Ich traue der nicht so ganz, wie die läuft. Kann ich die irgendwie anhalten? Nee, ne? Dafür muss ich aussteigen. Da hinten ist auch eine ganze Horde, die da joggt, da hinten. Moin Kollegen. Ich traue dir wirklich nicht so ganz. Wie er so, ja, jetzt dreht es einfach um. Jetzt bleibt es da stehen. Naja, gut. Okay. Okay, der ist einfach zurückgesetzt auf irgendwelchen Gründen. Deswegen, einmal wegen aggressiven Fahren. Also aggressiven oder careless Fahren. Einmal show me some idea. Frederick Payne. Kleinen Moment, Frederick. Ich meine, Payne, ja. Okay. Ein Caution, eine normale Lizenz und time so far, we stopped in 2 times and no active warrants. Alles klar. Sie kriegen bitte einmal eine, Sie kriegen bitte eine Strafe. Nein, Sie kriegen eine Strafe in Höhe von $40 und Sie dürfen sofort weiterfahren. Schöne Fahrt noch. Have a nice day. So, jetzt muss ich hier wieder rüber jumpen. Fuck off. Oder ich gehe einfach hier in die Richtung. Ja gut, jetzt fährt er da an der Seite. Jetzt kann ich also doch wieder da einsteigen. So. Und weiterfahren. Ich wollte eigentlich wieder in den Rand fahren, nur das wäre nicht so schlau, weil der Rand hier sehr, sehr schmal ist. Darum.
Darum fahre ich dann mal hier in den Rand. Innenrand vor allen Dingen. Der könnte ja ein bisschen auf dem Rasen laufen, oder? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, das sieht so aus. Sieht noch alles ganz in Ordnung aus. Alles klar, okay. Dann steigen wir mal wieder ein. Solange alles in Ordnung ist, ist noch alles in Ordnung. Ist meistens so. Okay, dann laufen die einfach auf der Straße. Auch in Ordnung. So. Ich wollte eigentlich gerade ausscheren, nur jetzt kommen da wirklich ganz schön viele gerade. Ich habe erst überlegt, ob ich das nehme, weil da stand wieder AC. Okay, jetzt ist eh wieder weg. Dann finde ich auch besser so, dass es, also AC ist so ein bisschen, ne? So. Einmal schön in die Gassen gucken hier. Wie das hier aussieht. Okay. Alles in Ordnung. Hier zumindest. In dieser Gasse. Ach, hier kann man sich sein Auto klauen. Also, wenn man nicht gerade SCPD spielt. Ich da rein? Ach nee, ist zu. Gut, dann ist es zu. Reported as stolen. Müsst ihr eigentlich wissen, müsst ihr jetzt wegfahren, weil es ist ja reported to stolen. Ja, gut, jetzt fährt er auch weg. Whoops, here we go, in pursuit. Einmal Alt E gedrückt, damit. Brauche ich bitte einmal Unterstützung. Middle Park. Ach, dahinter ist er ja schon, das ist doch toll. So. Upsala. Dass die auch immer alle so langsam fahren müssen. Das verstehe ich auch immer nicht. Aber okay, jetzt geht's erstmal los mit einer schönen Verfolgungsjagd hier. Ich wollte ihn gerade eigentlich hinten wegdrehen, hat nicht ganz geklappt. War nämlich etwas zu langsam. So, was geht mit dir? The suspect is on foot. Nein, das wollte ich haben. Wieso der auch immer einen Baseballschläger in der Hand hat, aber okay. Wir sind hier gleich an der Polizeiwache. Kann ich den gleich gerade selber mitnehmen? Ist das überhaupt mein Wagen hier? Ich glaube schon, ne? Ja. Das ist mein Wagen, dann kann ich ihn gerade selber mitnehmen hier rein. So. Einmal überspringen mit STRG. Nein, ging nicht mit. After arriving at the police station, the technician officer will escort. Naja, STRG und Leerzeichen. Wahrscheinlich nur Leerzeichen, eventuell auch. Was soll ich jetzt eigentlich mit dem Wagen machen, der reported als gestohlen ist? Steck dir mal ein. Cabby heißt das Ding. Darum ist das nicht ausgetauscht, weil das sind
Das heißt nicht Taxi, das heißt Cabby. Alles klar. So. Jetzt einmal wieder aussteigen hier. Jetzt haben wir das beschlagnahmt sozusagen. Was ist mit der? Was hat die? Hat die irgendwas? Achso, ne, gut, die sieht so aus. Ich dachte, die hätte da irgendwas. Aber gut, dann wieder in unser schönen Wagen hier einsteigen. Und abhauen, weil das gerade nervt. Ja, wollte ich gerade sagen, was ist das? Komm, Partner. Partner. So. Komm, 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 komm. Komm, Junge, steig ein. Ist so ein Idiot. Der ist tot im Kopf, ist der. Steigt aus, steigt ein, steigt aus, steigt ein. Tot im Kopf ist der. Alter Schwede. Dass er nicht wegfährt, ne? Lol. Bleib stehen, Junge. Please pull over. Hörst du nicht zu, Jungchen? So, einmal aussteigen. Okay, ich muss jetzt einmal hier gucken. Einmal bitte die IDs. Was ist mit ihm? Wieso hat er keine Waffe gezogen und zielt auf ihn? Okay, er steht da ganz normal, hat nichts in der Hand, guckt einfach nur. No active rounds. Aber du fährst leider einen gestohlenen Wagen. Das ist nicht allzu schlau. Deswegen, hallo. Deswegen, bitte einmal aussteigen. Und, sie sind verhaftet. Hallo. Sie sind verhaftet. Sie fahren zwar einen gestohlenen Wagen. Wir wissen zwar nicht, ob es ihrer ist, ob sie es wissen, dass der gestohlen ist, aber er ist gestohlen. So viel steht fest. Catch up to the driver. So, du bleibst hier bitte stehen. Du bleibst stehen, habe ich gesagt. Dass das nie geht, ne? So. Alter, wie fahre ich gerade? Ich wüsste auch gerne... Wo ist der denn da? Hey, wie soll man denn da hinkommen? Ne, da will ich jetzt nicht lang. Sonst falle ich da noch runter. Dann müssen wir wohl über übel hier runter. Okay. Und jetzt? Hä? Wo ist der denn? Wir mussten doch gar nicht hier runter. Upsala. Get beside. Police. Hä? Ich möchte bitte einmal genau dahin. Okay, er läuft einfach auf der Straße rum. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Uah, Hilfe. Ist der auf den, also auf unserem Revier da oder was?
Ja, der ist hier auf unserem Revier. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass der hier ist. Das wäre die letzte... Alter! Das ist aber echt ein bisschen... Boah, das war knapp. Echt ein bisschen. Upsala, jetzt habe ich ja drauf gedrückt. Wenn ich jetzt mal stehen bleiben würde, dann... Oder wenn ich jetzt richtig fahren würde, damit ich... Damit ich ihm sagen soll, dass er stehen bleiben soll. Ich ziehe ihm gleich einfach auf ein Auto. Was soll das denn hier? Kollege, ne? Ich brauche mal ein bisschen... Kollege hier. Der hier macht ein bisschen Probleme. Ja, anders ging es ja auch nicht. Alter. Wie fährt der denn? Das gibt's nicht. So, jetzt. So, raus. Nein, ich wollte hier gar nicht aussteigen. Ich wollte hier nicht einsteigen. Wieder raus. Also, die werden gleich festgenommen, nicht erst. Na, John Driver sieht das nicht aus, als ob der betrunken wäre. Der ist zwar gerade... Okay, doch. Ich wollte gerade sagen, der ist zwar gerade eben einmal kurz hingefallen, aber... Er hat sich gerade echt da festgefahren. Du bist zwar jetzt hier... Hast nichts, aber du bist so gefahren, dass wir dich gleich festnehmen müssen. Und vor allem in die Ausnüchterungszelle bringen müssen. Weil so wie du hier abgehst... Wie ein Zäpfchen hier. Ne? Kollege. Da ist doch was. Komm, bleib stehen. Hallo, Junge. Stopp, Polizei. Du bleibst jetzt stehen und kommst mit. Alter, bleibst du jetzt mal stehen? So, du kommst jetzt hier rein. Junge, bleib doch mal stehen. Stopp. Steh auf. Und da rein. Du kommst jetzt da rein, hast du mich jetzt nicht verstanden? Jetzt bleib doch endlich mal stehen. So, ich wollte dich gerade eben zwar selbst mitnehmen, aber jetzt hole ich einfach einen anderen. So, jetzt bin ich aus der Sache raus. Ich helfe dir kurz mal, Kollege, warte. Ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich jetzt Sterne? Oh, Jungen. Bleib stehen, Junge, du bist doch verhaftet. Du kommst nicht einfach so davon.
So. Mann, Mann, Mann. Also manchmal ist es echt leider ein bisschen buggy, das Spiel. Also das, LSTBD-FR. Oder FR, oder... irgendwie so. Upsala, 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 upsala. Nicht schon wieder, halt. Halt, einmal schnell. Halt, du brennst doch, Junge. Komm, run, run away. Ist er schon tot? Ich weiß es nicht. Ich hab, wollte gerade sagen, ich wollte gerade wegrennen. Mann, war das knapp. Wir sind fast gestorben. Aber meinem Kollegen geht auch noch gut. Hol ich mir mal kurz neue Sachen. Gut. Natürlich. Alter, so viel Pech kann man doch nicht haben. Wie kann man so viel Pech haben? Habe ich noch meinen Kollegen? Partner? Oder hier, warte. Move to. Dann müsste er rein theoretisch hier hinkommen. Wenn ich noch einen Partner hätte. Ah, da. Kollege. Kollegin. Kollegas, bleibst du bitte stehen. Kollege. Dankeschön. Hi, Junge. Ja, genau hier. Jetzt bleib doch mal stehen. Alter. Das ist nicht sein Ernst. Gleich bin ich wieder tot, ey. Jo, da bin ich wieder. Somit ist mein LCPDFA wieder abgestürzt. Mit meinem Shooting kann ich hier lange einsteigen. Nee, ne? Nein, 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 nein. Okay, schade. Ich wollte gerade sagen, boah, Schatz feiert, ihr Fahrzeug ist beschlagnahmt. Damit ich ja mit dem fahren darf. Ihr so, ihr Fahrzeug ist beschlagnahmt. Ihr Fahrzeug ist beschlagnahmt. Ihr Schafter. Den brauche ich einfach. Ich fahre jetzt hier zivil und uniformiert weiter. Ist da keiner drin? Gut, dann ist es mein Wagen. Ah, das wäre sowieso meiner gewesen, stand da ja gerade. Das Ding qualmt. So. Fahren wir die letzten Minuten noch kurz ohne Partner wieder. Wieder weiter. Aber er ist nicht gestorben, also. Ich hatte noch keine Folge, wo er gestorben ist. Er ist jetzt einfach nur weg. Weil. GTA Crash. Mugging. Hier ist ein Raubüberfall. Ein kleiner Raubüberfall. Okay.
Okay. Alles in Ordnung. N kann ich nicht drücken, also Y kann ich nicht drücken, dann drücke ich halt eben nicht Y. Na, da kommen sie alle noch. Ich hab ihn doch schon längst. Kollegen. Wie es einfach aussieht, ey. Ich hab ihn doch schon längst. Ich mach jetzt einfach mit. Das ist da echt einfach hingefallen. Och, komm. Beeilt euch doch bitte da. Ach, da kommt der nächste. Wieso rennt der so schnell? Ist der gerade am Abhauen oder? Oder soll das so sein? Nee, das soll so sein. Alles klar. Alles klar, der für Suspect in Custody. Einmal Alt E machen. Einmal dem Chef Bescheid sagen. Roger that, Officer. Das war eigentlich rot, aber gut. Ich habe eine Bremsspur hinter mir gelassen. Das heißt, ich wollte bremsen, hat es aber leider nicht geklappt. War das rot? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen, das heißt, nochmal Glück gehabt, Freundchen. Und ja, apropos Glück gehabt, wir haben, oder das heißt doch ja, das war coole Drift, wir haben jetzt in unserem Minecraft Let's Play endlich die, warte, wann kommt die Folge raus? 1. Mai, 2. Mai, 3. Mai, 4. Mai, doch die kommt danach raus, alles klar. Wir haben in unserem Minecraft Let's Play endlich unsere Lohe gefunden, also in der Netherfestung die Lohe gefunden und dann die Lohe besiegt mit einem Schwert und das war, Alter, ein revolutionärer Schritt für mich, aber ein kleiner Schritt für mich so rum, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Minecraft-Welt. Das wollte ich sagen. Also, es wäre sehr nett von euch, wenn ihr auch mal bei dem Let's Play von Minecraft vorbeischauen würdet. Da darf ich, glaube ich, gar nicht rein. Genau, do not enter, da darf ich rein. YOLO, das war Grot war das, das war nicht gelb, das war nicht rot, das war Grot. Das wollte ich nicht, scheiße. Ich wollte nicht, dass das so aussieht, so Alarmgruppe F-Style. So, ich darf hier lang, nur mal so zur Info. Irgendwie ist die Y-Taste kaputt. Gut, ich fahre den einfach hinterher, den Zug hier. Alter, wie schnell fährt der? Das ist ja schon nicht schlecht, so schnell wie der fährt. Alter, wir gucken bei F-Style hier. Alter, wie es aussieht. Egal, also, so stehen bleiben, Polizei. Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Hallo, stopp, Polizei.
Hey. Polizei. What? Wo bin ich gestorben? Hä? Das kann nicht sein. Ja, und jetzt? Wie lange dauert das jetzt noch? Ein Jahr später. Endlich. Hä, woran bin ich denn jetzt gestorben? Das kann doch nicht sein. Hä? Das, egal. Das wollte ich nicht. Ich wollte mit der Hand da versuchen gegenzuschlagen. Das geht nicht. Mit einem... Stock geht das auch nicht, aber wahrscheinlich muss man mit einem Gewehr das machen. Alles klar. Stimmt's, Kollege? Left the vehicle. Ist das der da hinten? Ja, das ist der. Nein, gut, ist er doch nicht. Ich dachte, das wäre der. Alles klar. Dann sage ich so, war's das für diese Folge von LPPDFA. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und... Alles klar. Der hat jetzt eine gestohlene Kreditkarte dabei. Wie unpassend. Aber okay, gut, das heißt dann bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Damit ich gesehen habe, damit ich sehe, so rum. Damit ich sehe, dass es euch wirklich gefallen hat. Und ja, schreibt einen Kommentar. Und ja. Bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao, ciao.